Seit 25 Jahren ist der Unternehmerverband Rostock-Mittleres Mecklenburg Sprachrohr für die mittleren und kleinen Unternehmen der Region. Im Dezember 1991 gegründet, zählt er heute ca. 500 Mitglieder. Zur Jubiläumsfeierstunde im Rostocker Barocksaal kamen zahlreiche Gratulanten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, darunter auch Ministerpräsident Erwin Sellering. Er betonte die Wichtigkeit des Verbandes für Mecklenburg-Vorpommern als Wirtschaftsstandort. Nach der Wende, als sich die Unternehmer auf den Weg gemacht haben, hier mit sehr viel Mut, da haben sie Hilfe und Unterstützung gebraucht und die hat der Unternehmerverband gewährt. Und wenn wir heute auf die Erfolgsgeschichte zurückschauen, müssen wir sagen, da haben sie einen großen Beitrag zu geleistet. Deshalb bin ich gerne hier und sage gerne vielen Dank. In seinem Grußwort sagte Sellering, wir begegnen Unternehmen mit offenen Armen und versprechen, diesen Kurs fortzusetzen. Auf der Festveranstaltung wurden auch Unternehmen geehrt, die vom ersten Jahr an Mitglied des Verbandes sind. Dazu zählen das Hotel Neptun, die Holger Graf Medizintechnik, Ferdinand Schulz Nachfolger und die Volks- und Raiffeisenbank. Besondere Ehre wurde dem ersten Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Dr. Ulrich Seidel und dem ehemaligen Präsidenten Martin Rötz zuteil. Für den aktuellen Präsidenten Frank Haker gehört der kommende Generationswechsel in den Unternehmen zu den größten Herausforderungen. Mecklenburg-Vorpommernweit stehen in den nächsten Jahren rund 10.000 Unternehmensübergaben an. Trotzdem hofft Haker, dass die Mitgliederzahl des Verbandes weiter wächst. Ja, mein persönlicher Traum, wenn das jetzt hier im Fernsehen kommt, ist immer noch, wir werden 700 Mitglieder. Eine wichtige Aufgabe für die Zukunft wird es auch sein, Fachkräfte für die Region zu gewinnen. Auch dazu soll der Dialog zwischen Politik und Wirtschaft weiter gepflegt werden.